toll. Und herzlich willkommen an dieser Stelle von meiner Seite hier aus Costa Rica. Mein Name ist Beatrice Bürger und ich freue mich von ganzem, ganzem Herzen, hier im Rahmen dieser Costa Rica 3.0 live zu gehen. Die Veranstaltung startet heute exakt jetzt um 18 Uhr. Und ja, mein Name ist Beatrice und ich lebe seit einiger Zeit schon hier in Costa Rica. Ich möchte mich nicht Experte nennen, auf gar keinen Fall, aber ich bin 2015, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, das erste Mal in diesem wunderschönen Land gewesen und habe mich von jetzt auf gleich in dieses Land verliebt. Costa Rica to go ist dahingehend entstanden, weil immer mehr Leute mich gefragt haben, wie ist es denn dort? Wie ist die Kultur? Wie ist das Leben dort? Was gibt es für andere Sachen, die es in Deutschland oder in Europa nicht gibt? Und somit habe ich immer wieder die gleichen Fragen teilweise auch beantwortet und dachte mir so, hey, aber ich bin nicht der ausschlaggebende Punkt. Es gibt so viele tolle Menschen hier, die zum einen hier leben, also die Einheimischen. Zum anderen gibt es ganz tolle, interessante Menschen, die durch Costa Rica reisen und natürlich auch Menschen, die ausgewandert sind, so wie ich, teilweise schon 20 Jahre, 30 Jahre oder noch länger. Und das finde ich natürlich mega, mega interessant. Und somit ist die Costa Rica to go entstanden, überhaupt die allererste. Da habe ich mich aufgemacht und habe Menschen interviewt, dieser drei Wege quasi, weil ich der Meinung bin, dass dieses Wissen einfach nach außen darf. Und Costa Rica to go ist quasi wie der Kaffee zum Mitnehmen. Das heißt nicht, dass du auch auswandern sollst, sondern einfach nur, dass du dir Costa Rica, also die Tropen, zu dir nach Hause holen kannst. Ähnlich wie im Fernsehen, nur dass es halt kompakter ist und spezielle Themen betrifft. Und du kannst jederzeit quasi einfach dich dazuschalten und etwas über Land und Leute, über die Kultur, über diese Gegebenheiten hier vor Ort einfach erfahren, ohne dass du dich bewegen musst. Weil es gibt einige, die nicht reisen können oder nicht wollen und eigentlich gar nicht auswandern wollen, sondern wirklich nur sich informieren möchten. Und das ist einfach das Schöne, da möchte ich gerne Teil davon sein und mich zu dir nach Hause beamen, so wie jetzt. Und das ist die dritte Veranstaltung in diesem Rahmen. Und ich gebe jetzt mal meinen Bildschirm frei, denn das heutige Thema ist ein ganz spezielles, was mir wirklich, wirklich besonders sehr am Herzen liegt. So, klitzekleinen Moment. Jetzt könnt ihr das sehen, hoffe ich. Das ist meine Präsentation. Da steht herzlich willkommen. Ich kann den Chat noch sehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das sehen? Könnt ihr das mal ganz kurz reinschreiben? So. Super. Okay, genau. Heute geht es um selbst versorgt und heilsam. Und ich habe genau dieses Thema heute gewählt, weil ich glaube, dass wir, egal wo wir auf der Welt sind, etwas Gutes für unsere Erde tun dürfen. Und nicht erst heute oder morgen, sondern schon gestern. Es gibt ganz viele, die hier in Costa Rica sich fragen, hey, was wächst denn da überhaupt? Also die letzten Jahre kamen auch über YouTube, über sonstige Kanäle immer die Fragen, was wächst denn da? Was kann ich dort anbauen? Gibt es da auch Pflanzen, die in Europa wachsen oder in Deutschland? Oder gibt es Pflanzen, die hier wachsen und ich in Deutschland anpflanzen kann und solche Sachen? Also es geht um Selbstversorgung, es geht um Selbstverantwortung, Eigenverantwortung. Und da möchte ich euch gerne einfach heute ein Stück mitnehmen, denn letztendlich hat das auch eine heilsame Wirkung. Also wenn wir etwas in unserem Umfeld kreieren, dass wir uns wohlfühlen, was natürlicher Natur ist, also unseren Ursprung letztendlich, wir sind Teil der Natur, dann kann es letztendlich meines Erachtens nur heilsam sein. Genau, darum geht es heute. Und huch, da ist das Geh nach unten gerutscht. Macht nichts, es gibt Schlimmeres. Genau, Selbstversorgung ist in aller Munde und zwar überall auf der Welt, was ich über die letzten Jahre immer mehr mitbekomme. Und für einiges mag ich gerne am Rande erwähnen. Ich bin unter anderem auch Co-Founder von Pangera, pangera.net. Und da gibt es auch einige Kooperationspartner, wo es um das Thema Selbstversorgung geht. Das heißt, es ist wirklich eine Welle. Der eine oder andere kennt meine mittlerweile schon befreundete, wirklich freundete Bekannte, die Birgit Schattling vom Berliner Bio-Balkon oder auch die Christel Ströbel, wo man Sachen auch auf dem Bio-Balkon einfach auf seinem eigenen Balkon anbauen kann oder. Also so viel nur am Rande. Das heißt, da gibt es natürlich auch Infos über dieses Thema. Wie ist der Fahrplan? Ja, es ist ja heute das erste Mal live. Ich möchte euch gerne nur ganz kurz einen Gedanken geben, wie die nächsten 3 Tage aussehen.
Also das Erste ist, es sind wirklich 3 Tage bis zum 30. Ich habe das ganz bewusst gewählt, damit ihr nach Weihnachten jetzt einfach ein bisschen runterkommen könnt. Vielleicht habt ihr Lust, es live zu begleiten. Ich würde mich riesig freuen, denn bis zum 30. ist ja noch ein bisschen Zeit. Ihr habt den Silvesterabend trotzdem für euch, den 1. Januar, und beginnt täglich in den 3 Tagen live um 18 Uhr nach deutscher Zeit. Bei uns ist es jetzt 11 Uhr in Costa Rica und die Lives werden aufgezeichnet, euch im Nachgang, so schnell ich kann, zur Verfügung gestellt. Und alle Beiträge, die starten ab 19 Uhr. Also nach unserem Live könnt ihr in Elopage, das ist mein Veranstaltungspartner, könnt ihr das kostenfrei sehen. Die werden für 24 Stunden freigeschaltet, die Beiträge. Und ja, alle sind für 24 Stunden verfügbar, habe ich gerade schon gesagt. Heute im Programm, das ist mega spannend. Ja, das eine, das ist mein eigener Erfahrungsbericht. Da geht es um die Hühnerhaltung. Explizit hier vor Ort in Costa Rica. Vielleicht gibt es den einen oder anderen unter euch, der in Deutschland oder Europa Erfahrung damit hat und was anders ist als hier in Costa Rica. Ist für mich etwas Neues gewesen und ich möchte es einfach teilen. Genau, und heute mit ihren wundervollen Interview- und Dokumentationen dabei sind mittlerweile auch wirklich ganz, ganz tolle Menschen, die mir am Herzen liegen, Angie und Andy. Diese beiden leben in der Nähe vom Rio Celeste, Tenorio, und haben etwas Unglaubliches geschaffen. Alleine als Paar in Costa Rica leben jetzt, ich müsste jetzt lügen, ich glaube 12 Jahre ungefähr schon hier oder 13. Und boah, ihr müsst euch dieses Interview unbedingt anschauen. Es ist genial. Diese beiden haben etwas geschafft, was wirklich ein wundervolles Vorbild ist, meines Erachtens. Dann gibt es ein größeres Projekt, was ich gerne teilen möchte. Da bin ich hingefahren, kurz bevor damals bei uns der große Brand kam, hier in Guanacaste. Vielleicht hat auch der ein oder andere das schon mitbekommen, der mich schon länger kennt. Das war sehr, sehr heftig. Aber bevor das passiert ist, bin ich zu Don Juan Soestheim gefahren. Und der ist der Gründer von der Rancho Margot. Und es ist ein ganz wundervoller Genuss gewesen, dort ihn zu besuchen. Und ich habe auch eine Führung bekommen, also euch quasi nehme ich mit dieser Führung. Und alles, was auf Spanisch ist, das vielleicht noch am Rande erwähnt, wird auf Deutsch übersetzt als Untertitel. Genau. Pflanzenwesen von Christel Ströbel ist auch noch mit dabei, und zwar alle 3 Tage. Das ist eine Überraschung, die als Extra-Bonus kommt, und zwar von Herzen. Christel Ströbel ist ja sowieso seit längeren Jahren schon mit mir verwurzelt, sage ich jetzt mal so. Ich liebe diese Dame. Und da möchte sie gerne einfach teil sein. Sie hat sich also die Pflanzenwesen mal rausgeguckt. Da gibt es 3 von. Ein Beitrag dazu wird heute ebenfalls schon freigeschaltet. Und kleine Info für morgen. Morgen ist sie mit live dabei. Also nicht verpassen, morgen auf jeden Fall wieder um 18 Uhr einschalten. So, dann geht es los. Also, was bedeutet denn Selbstversorgung überhaupt für dich? Und was lebst du bisher davon? Das ist eine gute Frage, oder? Weil viele denken, Selbstversorgung ist wirklich in den Garten gehen und nur in Anführungsstrichen die Tomaten ernten. Ich nehme euch heute mit auf eine Reise, die etwas weiter geht, etwas mehr ins Detail, und vielleicht inspiriert dich das ja auch, weiterzudenken als nur ja, die Tomate aus dem eigenen Garten zu pflanzen. Das sind übrigens die Hühner, das ist ein eigenes Foto von uns. So, Hauptbereiche sind 6, die meines Erachtens im Rahmen der Selbstversorgung, was auch Nachhaltigkeit, wie gesagt, bedeutet, sehr, sehr wichtig. Und zwar das Haus, dass alles so gestaltet sein sollte, dass der Energieverbrauch minimal ist und man natürlich auch das Tageslicht optimal nutzen kann. Dass es möglicherweise auch eine Feuerstelle gibt. Ich kann das als Beispiel nennen, denn ich bin hier auf meinem Grundstück, das ist knapp 7000 Quadratmeter groß, und im Hintergrund, ich weiß nicht, da könnt ihr es so ein bisschen sehen, das ist so Papaya-Farm. Das Haus habe ich selber gebaut. Und es ist ein einmaliges Haus. Es gibt es nur einmal, weil ich es selbst kreiert habe mit einem Architekten aus San Jose. Es hat runde Ecken. Und weshalb sage ich das gerade? Wir haben versucht, ein wenig diese natürlichen Lichtquellen zu nutzen. Das heißt, es gibt einige sehr hohe Fenster, die man nicht auf- oder zumachen braucht.
sondern einfach nur für den Lichteinfall dienen. Und auch im Dachbereich gibt es transparente, man arbeitet hier mit Wellblech und da gibt es transparenten Wellblech quasi. Genau, und das habe ich auch mit eingebaut und das ist wunderbar, weil man einfach weniger Licht verbraucht. Strom, da sind wir nämlich genau beim Strom. Die Sonnenenergie, die Windkraft nutzen, die macht einen einfach autarker. Was hier dazu allerdings für Costa Rica spannend ist, ist, dass seit 2019 knapp 100% wirklich regenerativ seinen eigenen Strom herstellt. Also ich habe kein Solar auf dem Dach oder sonstiges, weil ich dann irgendwann zu dem Schluss gekommen bin, hier, als ich angefangen habe zu bauen, das brauche ich gar nicht. Weil Costa Rica das allererste Land ist, was genau dies selbst produziert für seine Bevölkerung. Und das fand ich einfach genial. Wasser. Mal ganz kurz, ich muss mal einen klitzekleinen Stopp machen. Mich bringt gerade die... da sind wir. So. Ich habe gerade der Chat aus dem... Der ist die ganze Zeit vor meinem Bild. Genau, Wasser. Wasser ist, wenn ihr einen eigenen Brunnen zum Beispiel oder das Grundwasser vor Ort nutzt. Ich habe keinen eigenen Brunnen, aber das ist genial. Auch hier in Costa Rica könnt ihr natürlich Brunnen euch anschaffen. Und das gehört mit zur Selbstversorgung. Gegebenenfalls natürlich eine Bodenanalyse zu machen, ist es ohne Frage. Ich bin kein Wasserexperte, aber das ist etwas, was einfach meines Erachtens auch irgendwo diesen Kreis schließt. Den Hühnerstall, dazu habe ich gerade schon den Beitrag mit, also meinen Erfahrungsbericht genannt. Wir haben uns einen Hühnerstall angeschafft und es ist einfach wunderschön. Also am optimalsten ist es natürlich eine mobile Variante. Das habe ich damals aus der Permakultur kennengelernt. Also einen runden Hühnerstall, den man mobil quasi bewegen kann, damit man natürlich die Fläche optimal nutzt und die Hühner nicht nur auf einer Stelle alles immer ab. Ja, der Boden, der wird ja auch irgendwann nicht mehr wirklich fruchtbar sein. Also man darf, das ist sehr, sehr viel Pflege natürlich, aber das darf man natürlich beachten. Also eine mobile Variante ist genial und das Düngen vereinfacht ist es ebenfalls und zur Eindämmung diverser Plagen ist es auch gut. Was ich vorher nicht wusste und das ist genial, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, Hühner fressen Skorpione. Das ist für mich natürlich etwas Beruhigendes und jedes Mal, wenn wir im Haus einen Skorpion finden, dann gibt es dann meistens kein Psch, ja, also wir töten die nicht in der Form, sondern wir geben diesen natürlichen Kreislauf den Hühnern und die sind super happy, weil sie bekommen Protein. Klingt vielleicht ein bisschen makaber, aber wenn jemand Baygon, also Spray, auf den Skorpion macht, dann ist er einfach nur weg und ja, und ich mag die nicht wirklich so. Naja, ihr wisst, was ich meine. Die Tiere, das ist ein gutes Beispiel mit Angie und Andy. Kuh, Ziege, Schwein, Schaf, Dünger und Fortpflanzung sind entscheidend für Dynamik auf der Finca. Und die beiden haben es unter anderem geschafft, das eine oder andere mit zu inkludieren, nicht nur die Hühner. Und die Fruchtfolge ist etwas ganz Besonderes, was meines Erachtens auch nicht fehlen darf. Das kennt der ein oder andere von meiner Arbeit auch schon. Monokultur verarmt den Boden. Die Fruchtfolge zwischen den Parzellen regelmäßig wechseln. Essbarer Wald. Es ist einfach auch nur wunderschön für die Seele. Ein Gewächshaus. Ja, solche Sachen. Und das hat einen Einfluss auf, wie gesagt, den Boden. Weil letztendlich, wenn es regnet, ihr kennt das in einigen deutschen Regionen mittlerweile, auch in Spanien habe ich das persönlich erlebt, hier in Costa Rica gibt es einige Stellen, vor allen Dingen in Guanacaste, wo ich lebe, auch da sackt einfach das Regenwasser ganz, ganz schwer ein. Und das ist unsere Verantwortung. Deswegen seht euch einfach dazu berufen, meine Inspiration heute hier aufzunehmen und setzt das eine oder andere einfach um. So, dann geht es noch etwas ins Detail. Und zwar die Kosten senken sich unter anderem durch die Selbstversorgung. Also wenn ihr euch selbst versorgt, einer oder andere denkt, ah, das kostet alles viel, viel mehr. Ich meine nicht damit, dass ihr in den Bioladen gehen sollt, sondern wirklich, es senkt die Kosten teilweise. Wir haben kleine Kochbananen, die mittlerweile seit Jahren immer wieder Früchte tragen. Also wir kochen die dann einfach, wir braten die an, das ist super lecker, die eigenen Eier und so weiter und so fort. Das behalte den Überblick über, also ich behalte den Überblick, wenn ich selbst versorge, über meine Ausgaben, produziere meine eigenen Produkte zu geringen Kosten und spare bei unterschiedlichen Arten von Ausgaben. Das beschließt natürlich denn einige Sachen nicht ein, also ich kann nicht alles selber zu Hause machen, ich persönlich.
Ihr wisst einfach, was ihr da zu euch nehmt. Ja, also wenn ich Selbstversorgung betreibe, bin ich mir einfach bewusst, was ich konsumiere. Ich weiß, was ich esse, was ich trinke, kaufe oder mit meinem Kauf unterstütze ich. Als auch, welche Folgen das für meine Gesundheit, mein Umfeld im Handel und in vielen anderen Kreisläufen hat. Also ihr seht, dass dieses mit dem Kreis der Nachhaltigkeit unglaublich eng zusammenhängt, auch die Transportwege etc. Mein Körper, du schützt damit deinen Körper, denn du bist dir im Klaren, dass dein Körper das nutzt, was ja, ich am besten vermeide. Im Sinne von, du nimmst diese Tomate, die hast du mit Liebe gesät und isst sie. Sie hat einen ganz anderen Geschmack und sie hat einfach deine Liebe. Es gibt einige, die sagen, ich weiß nicht, ich möchte niemand zu nahe treten, aber es gibt diese Anastasia-Bücher. Und was ich dort gelesen habe, hat nichts mit einer Sekte zu tun, sondern einfach nur, da wurde beschrieben, wie man einen Samen, bevor man ihn in die Erde macht, in den Mund nimmt, dass er deine Energie aufnimmt und dann dir ganz explizit die Kraft gibt. Und das ist für mich etwas, wo ich denke, wow, das habe ich noch nie vorher gehört, das ist ja spannend und ich mache das ab und zu. Ich habe auch meinen Kater oben auf dem Grundstück in die Erde gebracht, der ist 18,5 gewesen. Ich bin mit ihm hier zusammen ausgewandert und der hat mich bis dahingehend begleitet. Ich liebe diesen Kater immer noch und der liegt in der Nähe von der Terrasse, wo über ihn eine Mora-Pflanze, komme ich gleich dazu auch noch. Also es ist ähnlich wie eine Himbeere, Blaubeere, genau, die ich gepflanzt habe. Das heißt, es ist alles so ein Kreislauf irgendwie und trägt die wundervolle Energie. Und ja, genau, so viel dazu. Dann gibt es weniger Abfall, den man produziert. Also ich reduziere weniger, ja, man verwendet weniger Abfall. Und ich weiß nicht, ob ihr einen Blick habt dafür, was ihr für Abfall teilweise produziert. Es fängt ja allein im Supermarkt auch an, wenn man dann alles Plastik verpackt. Also wirklich auch wilde Blüten, die man kaufen kann, die man eigentlich aus dem eigenen Garten nehmen kann. Neue Fähigkeiten werden erworben. Also lerne neue Tools und Fähigkeiten kennen, die deinen Alltag erleichtern. Das ist die Selbstversorgung, die lehrt dich. Die bringt dir einfach neue Sachen dabei, wenn du dich damit beschäftigst. Beschützt damit den Planeten. Ich bin mir natürlich dann bewusst, welche konkreten Maßnahmen ich ergreifen kann, um die Natur und den Planeten, auf dem ich lebe, zu fördern. Also es ist auch generationsübergreifend. Ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat. Jenny auf jeden Fall. Und ich bin Mama mittlerweile von einem kleinen Baby, sie ist 11 Monate und ich setze sie da einfach nur in den Garten und sie nimmt alles unter die Lupe und ich finde es total schön, wie es morgens das Erste, was sie sehen möchte, sind die Hühner. Sie hat ein ganz, also sie wird damit aufwachsen, dass sie in der Natur lebt und ja, und das ist einfach etwas, wo ich glaube, dass es generationsübergreifend wieder mehr gefördert werden darf, als das wir vorher gemacht haben. Ja, weniger Ressourcen verbrauchen. Wenn ich Selbstversorgung betreibe, dann werden natürlich weniger Ressourcen verbraucht, also oder die Grundbedürfnisse, die sinken so ein bisschen, egal ob das Ernährung ist, Hygiene oder die Gesundheit. Und damit sind auch Waschmittel und solche Sachen sind damit auch gemeint. Und da sind wir bei dem Thema Eigenverantwortung. Ihr übernehmt damit natürlich auch Verantwortung. Also ihr gebt der Welt etwas von dir aus. Und du kannst überall, egal wo du bist, ja, sie unterstützen damit. Genau. Was wächst in meinem Garten? Da habe ich euch einfach mal ein paar Fotos gemacht und die hier präsentiert. Wer von euch errät das eine oder andere? Ich glaube, so Kokosnuss und Mango ist ganz simpel. Auch die Papaya rechts unten. Es gibt die Quadrados, die ich vorhin schon erwähnt habe. Die sind ganz unten in der Mitte. Rechts oben habt ihr eine wie so eine wunderschöne, große, rosafarbene Blüte, die sehr stachelig ist. Da könnt ihr gerne mal reinschreiben, das ist, was ihr denkt, was das ist. Das ist ich habe früher gedacht, diese Frucht wächst an einem Baum, als ich noch Kind war. Nein, das ist eine Ananas und die wächst nicht am Baum, sondern als Pflanze von unten auf dem Boden und ist wie so eine Königin, wie eine Krone kommt sie. Ja, Haus, Zitronengras, es gibt Kurkuma, es gibt
Ingwer wächst im Garten, natürlich lokale Sachen, lokale, regionale Pflanzen, die Sternfrucht auf der linken Seite. Ganz unten diese Frucht, die so einen kleinen Schniepel hat, wenn ihr das seht, das ist eine Cashew. Und da möchte ich gerne einfach nur den Hinweis geben für euch, das Erlebnis von mir damals, das allererste Mal in Venezuela, wo mir die Cashew verkauft wurde. Das haben die Einheimischen dort direkt am Straßenrand in kleinen Tütchen verkauft. Und ich dachte so, hey, das sind ganz, ganz viele kleine Samen. Das ist also keine Nuss, sondern es ist offiziell, ist das ein Samen und es wächst an einer Frucht. Und eine Cashew ist eine Frucht. Und da könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Ausmaß ist, wenn ihr im Supermarkt eine Packung Cashewnüsse kauft und dafür vielleicht beim nächsten Mal im Supermarkt ein anderes Wertegefühl für bekommt, was überhaupt der Wert dieser Cashew ist. Weil es ist, wie gesagt, eine Frucht hat einen Samen und daraus kommt die Cashew. Genau. Ja, das habe ich jetzt alles mal aufgelistet. Das ist mittlerweile ein bisschen erweitert worden. Ja, Spinat, Maracuja, Neem, Moringa, die Jackfruit, Mora. Es ist, wie gesagt, eine wie so eine Blaubeere, Himbeerfrucht, die leicht säuerlich ist. Himbeeren haben wir hier nicht gesehen und richtige Blaubeeren auch noch nicht. Die werden importiert, aber hier wächst Aguacate, auch in meinem Garten. Ein wunderbarer Baum, der hoffentlich bald trägt. Der trägt noch nicht, das dauert ein bisschen. Aber die Papayas beispielsweise, die tragen ganz schnell. Also das kannst du in deinem Garten einbauen und dann, es gibt männliche und weibliche Papaya-Bäume. Darauf achten, das seht ihr an den Blüten und die Natur braucht natürlich auch die männlichen und die weiblichen zu bestäuben dann quasi, also zu befruchten. Und ja, Kokos, ich habe auch Coco Enano, also die Pipas, die wunderschönen Trink-Kokosnüsse. Da habe ich speziell Enanos, das sind die kleinwüchsigen in Anführungsstrichen, das heißt, die wachsen relativ schnell in Anführungsstrichen und da kannst du im Stehen die Kokosnuss abpflücken. Also da ist, ich habe die großen und die kleinen, Cass, Juanilama, ja, ihr könnt es selber sehen. Und es gibt einige Heilpflanzen auch, Kräuter, die hier ganz lokal sind. Zum Beispiel, es gibt zwei verschiedene Arten von Oregano und es gibt auch die Papaya-Falso, Guaruma zum Beispiel. Das trägt keine Frucht, es ist aber eine medizinische Heilpflanze. Und es gibt einige Sachen, die ich hier auch als Heilpflanzen mitnenne. Und ein Buch, das ich euch im Laufe der 3 Tage empfehle, es ist auf Englisch, aber wenn ihr hier in Costa Rica seid, besorgt euch das. Das ist super, super entspannt, super schön und faszinierend, wie ihr also das, was hier wächst, auch nutzen könnt, medizinisch. Genau, nicht nur als Tee. Also was wächst in deinem Garten? Ihr Lieben, überlegt mal, was in Zukunft vielleicht auch in eurem Garten wachsen darf. So, es hat nämlich einen Grund, weshalb ich das frage. Lest mal dieses Zitat in Anführungsstrichen. Nur noch 60 Ernten, dann ist Schluss. Es gibt eine Studie der Vereinten Nationen zu diesem Thema und das war 2014. Und jetzt rechnet ihr mal zurück, es sind fast 10 Jahre. Das heißt, wir sind jetzt bei nur noch 60 Ernten, die von der Landwirtschaft her, es wurde quasi global gesehen, herausgegeben. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, was hier auf unserer Welt passiert. Wenn wir irgendwann, und da appelliere ich an euch, an eure Kinder, an unsere Kinder, dass wir etwas in der Landwirtschaft verändern dürfen, in unseren Böden, in der Bodenqualität. Es gibt auch in Pangera einen Workshop, den ich gerade gemeinsam mit Alexander Tinti organisiere. Und da geht es unter anderem um die planetaren Grenzen. Und da gehört das auch dazu. Und das ist erschreckend, meines Erachtens. Also ich freue mich für jeden, den ich hier dafür sensibilisieren kann, der in seinem Rahmen etwas bewegt und verändert auf unserer Welt. Es ist nicht 5 vor 12, es ist 5 nach 12. Ja, eigentlich ein mega ernstes Thema. Genau darum geht es jetzt gerade nicht wirklich, aber ich möchte einfach das da lassen. Was macht den Unterschied hier in Costa Rica zu beispielsweise Deutschland, Europa oder anderen Ländern aus? Also hier in Costa Rica hat man natürlich ein tropisches Klima.
Es gibt andere Tag- und Nachttemperaturen. Die Schwankungen sind auch nicht so hoch, nicht so groß, wie man teilweise in Deutschland hat. Wir haben hier zwei Jahreszeiten. Ich muss immer, manchmal fallen mir die deutschen Worte nicht ein. Bitte da vielmals um Entschuldigung. Wir haben hier zwei Jahreszeiten. Also es gibt keinen Frühling, es gibt keinen Herbst, es gibt hier Sommer und Winter, so sagen die Costa Ricaner. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es bitte zeitgleich in den Chat. Und ich gucke das, wie gesagt, am Ende durch und gehe auf eure Fragen natürlich so gut ich kann ein. Also es gibt hier zwei Zeiten und es ist einmal die Regenzeit und die Trockenzeit. Und die Bodenbeschaffenheit ist ein ganz, ganz großes Thema, auch im Land bereits. Und es gibt Küste, Nebelwald und Vulkanregionen. Und das alles ist innerhalb des Landes natürlich auch nochmal unterschiedlich und darf man einfach beachten, weil ich zum Beispiel lebe in Guanacaste, das ist eine der trockensten Regionen überhaupt Costa Ricas. Und da gibt es weniger Regen und nur für euch, dass ihr das mal ein Gefühl bekommt für. Einige sagen, hey, wann ist denn Regenzeit, wann ist Trockenzeit in Costa Rica? Costa Rica ist nicht gleich Costa Rica, weil hier bei uns auf der pazifischen Seite, wir sind im Westen, da hat man mehr Trockenzeit als Regenzeit. Und wir haben, die Trockenzeit hat ungefähr begonnen im November, geht bis Pi mal Daumen April. Manchmal hat man den ersten Regen, also im April schon, manchmal aber auch erst im Juni. Und so gibt es einen schleichenden Übergang. Hier bei uns hatten wir letztes Jahr, glaube ich, für sehr, sehr spät Regenzeit. Ich glaube sogar erst Juni, Anfang Juli war es dann wirklich da. Und der letzte Regen. Okay, Ausnahme. Gestern ist ein Wunder geschehen. Gestern sind wir nachts aufgewacht, also jetzt nicht die letzte Nacht, die vorletzte Nacht. Und es hat ein Aguacero gegeben. Ein Aguacero ist ein Regenhusch, der von jetzt auf gleich runterkommt. Und es war enorm. Es hat keiner erwartet, weil sie sind mitten in der Trockenzeit. Und jeder Tropfen Regen ist Leben. Wir sind mega dankbar dafür, über jeden Tropfen. An der karibischen Seite ist es genau umgedreht. Also für all diejenigen, die mal herreisen möchten, auf der karibischen Seite ist immer Regen. Immer Regen, aber wenn hier in Guanacaste oder an der Westseite Trockenzeit ist, regnet es an der karibischen Seite mehr. Wenn es hier Regenzeit ist, regnet es an der karibischen Küste weniger. Also selbst innerhalb Costa Ricas gibt es unterschiedliche Zonen mit komplett anderen Umweltbedingungen und Anbaubedingungen innerhalb der sieben Provinzen. So, machen wir mal weiter. Die Herausforderung, ich habe es vorhin schon gerade angesprochen, ihr seht es, ein Beispiel, wo ich lebe in Guanacaste. Und das ist ein enormes Beispiel. Ihr seht oben einen wunderschönen Baum. Grün, ja, es ist unten trocken und wir haben hier viel Rind, was nicht wirklich nur positiv ist, weil einige die Landfläche nicht wirklich optimal nutzen von den Duenos, aber das ist eine andere Geschichte. Und unten ist ein wirklich entstandenes Bild hier in der Trockenzeit und das ist etwas, wir haben natürlich Wassermangel, das ist ganz klar in Costa Rica, in Guanacaste. Die Rinderhaltung habe ich gerade schon erwähnt. Die Waldbrandgefahr, wie gesagt, gab es da vor anderthalb, 2 Jahren, das war im Februar, Ende Februar, Anfang März, hatten wir einen riesen, riesengroßen Waldbrand, ein 15 Kilometer Feuerwand, die auf uns zuraste. Und so war ich hier sitze in meinem Büro, ist das Feuer von gegenüber gekommen und es war direkt gegenüber bei mir, von meinem Büro auf der anderen Seite unseres Weges hier von der Straße. Und ich war so, ich bekomme gerade Gänsehaut, ich bin einfach mega dankbar dafür, dass die Feuerwehr hier noch pünktlich ankam. Haben alle zusammengehalten, das machen die aus dem Ort, die meisten. Also wir sind alle gerannt, haben gegossen mit den Wasserschläuchen und so weiter und so fort. Also die Feuerwehr kann gar nicht überall sein. Es wurden Helikopter eingeflogen von Panama etc. Also es war ein enormer Arbeitsaufwand. Und ich habe dann auch eine WhatsApp-Gruppe gegründet, wo wir meine Schwiegermutter, die hat mitgekocht. Es gab drei, vier Damen, Mamas, die dann einfach gekocht haben. Und ich habe das mit organisiert, dass die Leute auch zu essen bekommen, weil man ist einfach rund um die Uhr nur am
Feuerlöschen gewesen. Also vergesst das nicht, es sind andere Länder, andere Sitten und das darf man nicht vergessen. Bodenqualität, auch schon erwähnt. Und da ist wieder angehalten, wir dürfen bei uns anfangen, etwas zu verändern. Und das kann man mit der Selbstversorgung definitiv beeinflussen. So. Was mir persönlich in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen ist, ist die Arbeit von diesen beiden Herren. Das ist Fridtjof Capra und Michael Braungart. Beide hatte ich bereits schon im Interview beim Reflection Summit, in einem anderen Kongress von mir. Und durch die Babypause hat das natürlich alles geruht, aber die beiden Herren waren enorm. Die haben ein Wissen, das ist so wertvoll. Der Fridtjof Capra beschäftigt sich nachhaltig und themenübergreifend und bringt Spiritualität und Wissenschaft zusammen. Also meines Erachtens Nobelpreisträger. Und da geht es wirklich, die Kreisläufe zu beleben. Und da geht es, also ich kann euch nur raten, wer Lust hat, macht mal einen Kurs bei ihm mit. Die finden zweimal im Jahr statt. Googelt es mal und ich habe das auch schon zweimal mitgemacht. Das ist einfach Gold wert. Michael Braungart, da geht es um kompostierbare Produkte. Und man, also für ihn ist es so, weil er sagt, also umso mehr Menschen auf die Welt kommen, ja, wir werden ja immer mehr auf der Welt. Es gibt ja viele, die sagen, das ist nicht gut. Und er sagt letztendlich, wenn wir richtig leben, wenn wir ganz anders mit der Natur umgehen und unsere Produkte kompostierbar herstellen, nachhaltiger, dann hinterlassen wir einen biologischen Fußabdruck. Also ob das deine Tennisschuhe sind oder aus Naturfasern die Kleidung herzustellen. Es gibt einen, den ich auch interviewt habe. Liebe Jenny, das ist auf deinem Weg hergekommen, ja. Dieser Verlag, der Samenbücher herstellt, wo ich denke, wie geil ist das denn? Also man kauft Notizbücher, beschreibt sie, Martha Books heißen die, beschreibt sie und normalerweise schmeißt man das weg. Und den jungen Mann durfte ich auch interviewen und man schmeißt quasi dieses Notizbuch vollgeschrieben nicht weg, sondern du kannst es einfach in deinen Garten einbuddeln und dann kommen da Blüten. Also das ist etwas umzudenken. Das heißt, es ist gar nicht schlimm, wenn ich jetzt auch noch ein Kind bekommen habe und wir unsere Unternehmen, unseren Handel, unser Denken einfach ändern. Also einfach, ich weiß, dass es für viele nicht einfach ist, aber genau, und diese Arbeit möchte ich gerne hier ganz, ganz bewusst nennen, weil ich die unglaublich wichtig finde. Denn Selbstversorgung grenzt an so viele Lebensbereiche, die man auf den ersten Blick nicht sieht, wie beispielsweise biologische Artenvielfalt, der Erhalt der Bodenqualität, der Wirtschaftskreislauf, Industrie und Handel, Gemeinschaftsleben, Erziehung, Bildung, Unternehmensstrukturen, medizinische Versorgung. Ja. Ich weiß, das ist ein bisschen viel vielleicht für den einen oder anderen. Ich glaube, dass es aber super wichtig ist, damit wir erkennen, wir alle, wie wertvoll das ist. Denn die Gemeinschaftsleben zum Beispiel auch, dass diese lokalen, regionalen Gemüse, Obst etc., dass man einfach unsere Welt neu erfindet, wie es auf der einen Seite früher mal war und auf der anderen Seite, wie wir es besser machen können. Und ich möchte das auch gerne noch erwähnen. Ja, wir sind hier gerade virtuell beieinander. Wenn es diesen Rechner nicht geben würde oder diese Telefone, dann wären wir wahrscheinlich gar nicht so vernetzt miteinander, weil ich lebe am anderen Ende der Welt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es unsere Verantwortung ist, wie wir damit umgehen. Also nicht jeden Mist im Internet googeln oder suchen oder ja, ich habe keinen Fernseher zu Hause, also seit Jahren, und ich gucke keinen Fernsehen. Das heißt, ich gucke auch keine Nachrichten und lasse mir negative Sachen jeden Tag rein. Aber ich habe natürlich Lust, mal den einen oder anderen Film zu schauen. So. Ja, medizinische Versorgung. Da gibt es auch etwas Wunderschönes, was ich gerne teilen möchte. Das kommt allerdings erst am letzten Tag. Da habe ich nämlich einen Einheimischen interviewt. Und zwar ist er einer der Ureinwohner der letzten hier in Costa Rica und lebt in Quitirisi, Teil der Huetar, und die machen beispielsweise noch Medizin. Die stellen richtig aus den Pflanzen Heilpflanzen Medizin her. So, viel dazu. Also Selbstversorgung ist mehr als sich nur selbst zu versorgen. Ich weiß gar nicht, warum das Bild ein bisschen verzerrt ist, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir.
Ich habe eine kleine Auswahl an grünen Empfehlungen für euch. Und zwar sind das Internet-Shops hier in Costa Rica, die ich herausgefunden habe, die zum Beispiel biologisch abbaubare Produkte herstellen, wie zum Beispiel Seife oder Putzmittel etc. Es gibt einige, die machen die Sachen selber. Ich selber stelle auch persönlich Seife her, ganz normale Seife zum Duschen, zum Händewaschen, zum Haare. Gibt auch Shampoo-Seife. Und es gibt auch Babyseife, man kann auch zum Rasieren spezielle Schaumprodukte mit hinzufügen. Natürlich, also man weiß halt einfach, was in dieser Seife drin ist. Und die sind super leicht herzustellen. Aber es gibt einige, die haben dafür entweder keine Zeit oder kein Interesse, weil es ist ja auch ein Aufwand, der wirklich Konzentration bedarf. Also mit Schutzbrille und Handschuhen, und ist nicht ganz einfach, ne? Aber da könnt ihr euch gerne Inspiration holen. Das wird auch Teil sein von, es gibt einen Erfahrungsbericht von mir, der wird am dritten Tag freigeschaltet. Da geht es um grüne Produkte. Da habt ihr das also im Elo-Page auch nochmal richtig zum Klicken dran. Und zack, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich mache jetzt einfach mal die Freigabe aus. Also komme ich nochmal zu euch. So, ihr Lieben. Genau, ihr könnt, wenn ihr Lust habt, schreibt gerne eure Fragen hierzu in den Chat. Was bewegt euch? Was findet ihr herausfordernd? Lebt ihr in Costa Rica? Habt ihr vielleicht das eine oder andere, was ihr genauso macht, ähnlich macht? Oder vielleicht, hey, ihr euch jetzt inspiriert fühlt, sagt so, das würde ich gerne umsetzen. Habt ihr Fragen? Vielleicht auch zur Veranstaltung selber. Ich bin gerne, gerne da für euch und beantworte eure Fragen. So. Ich mal eben noch den Chat durch. Ja. Die Anzeige ist ja klein gewesen, das kann man aber auf eurem Rechner. Ihr könnt das hätte ich natürlich am Anfang vielleicht. Also, ihr könnt Zoom in der Galerieansicht machen, beziehungsweise ihr könnt eigentlich auch das aufziehen. Also, könnt mich ganz groß sehen. Oder die, genau, ja, sehe ich okay. Ja, ich habe meinen Chat hinten auch weggemacht. Artischocke, Artischocke. Artischocken gibt es meines Erachtens in Costa Rica auch. Ich selber habe keine. Ich weiß, dass sie sehr, 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 sehr wertvoll sind. Aber ich habe damit noch keine Berührung gehabt. Ich weiß nicht, kann ich nicht wirklich was zu sagen. Aber meines Erachtens gibt es die hier auch. Und ich habe viel in Spanien gearbeitet und da sind die auch gewachsen. Also das Klima ist hier meines Erachtens ganz gut. Was die Oliven betrifft, da komme ich ganz kurz mal, bekomme ich einen Impuls. Ich wollte gerne diese Oliven anbauen, weil ich Oliven liebe. Diese Art von Oliven, die wir in Spanien beispielsweise auch en masse haben, also leider auch Monokultur, die wachsen hier eher nicht so gut, weil das Klima hier einfach ein anderes ist. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der eine Region hat, wo er das mal ausprobiert hat. Die werden hier in der Regel importiert. Also auch die spanischen explizit. Und das ist etwas, was ich schade fand. Es gibt hier Olivenbäume, aber andere Arten. Genau, ja, immer wieder ein tolles Geschenk mit den Matterbuchs aus Gras. Ja, es ist so wunderbar. Also kann ich nur empfehlen. Danke schön. Ob ich mal Seifenworkshops anbiete, das ist eine gute Frage. Und ich habe schon, als ich begonnen hatte, diese Costa Rica-Tour vorzubereiten, habe ich mir überlegt, mache ich einen, inkludiere ich den? Ich bin aber dadurch, dass ich schwanger geworden bin, habe ich einfach zu wenig Zeit gehabt. Und jetzt mit Baby ist es natürlich nicht besser geworden. Also, was ich auf jeden Fall mal machen kann, ist, dass ich euch Tipps geben kann im Nachgang, wie ihr selber Seife herstellen könnt, beziehungsweise wo ihr in Costa Rica zum Beispiel auch Produkte beziehen könnt, Öle, Kräuter, weil das ist spannend, denn als ich hierher gekommen bin, ich bin ein Mensch, ich schenke immer gerne viel. Und wenn ich irgendwo unterwegs bin, habe ich gerne Mitbringsel bei mir. Also habe ich Seifen eingepackt, die ich in Deutschland selber gemacht habe.
um das den Leuten hier vor Ort, die ich kennenlerne, einfach so in die Hand zu drücken. Und das zaubert den Menschen einfach ein Lächeln ins Gesicht, öffnet die Herzen. Und dann habe ich festgestellt, während ich dann hier mehrere Wochen war oder Monate auch, dass die Seife relativ schnell zerflossen ist. Also die ist sehr, sehr schnell weich geworden. Und es ist für mich sehr herausfordernd gewesen, in Deutschland Seife herzustellen, die in Costa Rica nicht zerfließt. Ich habe dann natürlich viel, viel recherchiert, weil davon, es gibt tausend Rezepte. Du kannst dir dein eigenes Rezept selber herstellen. Es gibt also Seifenrechner. Und hier ist der Siedepunkt einfach anders. Also wenn ich jetzt Olivenöl nehme, also ein flüssiges Öl, dann ist es hier in Costa Rica nicht so angebracht, dann lieber Shea-Butter nehmen oder Kakaobutter, weil die haben einen anderen Siedepunkt als Olivenöl. Und das ist etwas, was ich hier gelernt habe in Costa Rica. Ich verwende mehr harte Öle, damit die Seife nicht so schnell weich wird. Wenn ich sie aufbewahre, dann natürlich nicht an einem warmen, dunklen Ort wie in Deutschland, wo sie weiter reifen kann, sondern dann nach einer gewissen Zeit lagere ich sie im Kühlschrank und teilweise sogar im Gefrierfach. Genau, das vielleicht am Rande erwähnt. Das ist etwas ganz Wichtiges, was ich selber lernen durfte vor ein paar Jahren. Und das, ja, aber selber Seifenworkshops, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, weil meine Kleine einfach sehr, sehr zeitaufwendig ist. Und ja, ist einfach schöne Gemeinschaft. Silvia, es ist einfach eine schöne Gemeinschaft aller Pangera auf Costa Rica zu finden. Pangera ist global. Das sage ich gerade ganz bewusst, weil ich bin hier in Costa Rica auch und ich bin Teil von Pangera und ich bin, wie gesagt, Co-Founder und ich bin dabei, dass wir hier auch Retreats organisieren, dass wir einfach natürlich in Costa Rica auch eine Gemeinde finden. Ich habe eh viele, die in Costa Rica leben. Also mein Netzwerk ist mittlerweile in den letzten Jahren so groß geworden. Viele Deutschsprachige, also auch Österreicher, also auch Schweiz. Es gibt hier so viele, die teilweise jetzt auch vielleicht dabei sind oder auch in meinem Newsletter drin sind, die immer wieder Impulse dalassen. Ich freue mich, wenn mal etwas ist. Also ich lasse euch auf jeden Fall wissen, wenn wir hier mal etwas organisieren und freue mich, wenn da eine Gemeinschaft einfach entstehen darf, eine neue. Da geht es auch um Bildung und auch um Schule und so weiter und so fort, ja. Machst du auch Vollkornbrot aus eigenem Getreide, fragt Helmut. Ah, spannend. Das ist eine sehr gute Frage, weil ja, wenn ihr in Costa Rica lebt und Schwarzbrot liebt, dann lasst euch, wenn ihr Besuch bekommt, euer Lieblingsmehl importieren. Das ist etwas, was hier rar ist. Also es gibt dieses typische Sauerteigbrot oder Schwarzbrot, Sonnenblumenkernbrot, gibt es so nicht. Es gibt eine deutsche Bäckerei in der Richtung Liberia. Das ist aber meines Erachtens, sorry, wenn ich das jetzt sage, das geht gar nicht. Ich habe das ein paar Mal probiert, das schmeckt einfach nicht. Das ist für mich wie in Thailand auch das Brot teilweise gefärbt. Ihr könnt natürlich auch reife Bananen mit reinmachen, dann habt ihr das färbt normal, also natürlich. Balsamico färbt das Brot auch ein bisschen. Aber hier bekommt ihr teilweise, also Pan Integral ist quasi sowas Ähnliches wie Vollkorn. Ich sage es ganz vorsichtig, weil es gibt hier, glaube ich, nur drei Marken, die das verkaufen. Und da wird gemunkelt, dass das eine oder andere auch gepanscht ist. Also ich mache selber Brot und ich liebe selbstgemachtes Brot. Und da dürft ihr euch einfach selber ausprobieren. Entweder ihr nehmt eines dieser Integral, also diese Mehlsorten, gibt es nicht in jedem Supermarkt. Oder ihr lasst es euch importieren, wenn jemand zu Besuch kommt. Schicken lassen würde ich nicht. Das wurde ich auch immer wieder gefragt, was kann ich dir denn mal schicken? Mein Paket damals, was geschickt wurde, habe ich wieder am Zoll zurückschicken lassen, weil ihr da teilweise schön draufzahlen dürft. Also ich wäre da vorsichtig mit den Sachen, die ihr euch schicken lasst. Genau, das sind die manchmal, ich habe es gehört, Fußball spielen mit und so. Aber ich will hier nichts Falsches sagen. Ich lasse mir einfach nichts schicken, weil ich bin glücklich. Ich habe hier fast alles, was ich brauche und alles andere kann ich ohne leben. Ihr bekommt hier teilweise auch Schweizer Käse oder Nutella oder was ihr so noch wollt. Aber es geht halt hier um Selbstversorgung und ich glaube, da kann man viel Marmelade selber machen und solche Sachen. Das ist einfach wunderschön. Selbst Eis und solche Sachen. Und, ja, genau, eigenes Getreide habe ich nicht. Nein.
Es wird hier Reis übrigens selber angebaut. Nicht bei mir auf meinem Grundstück, aber ja. Wir reisen, Susanne schreibt, wir reisen im Februar auf unser Grundstück, das wir bald bewohnen möchten. Gibst du uns eine Liste von Pflanzen, die wir dann pflanzen sollten? Oder zumindest einen Überblick? Ja, ihr habt diese Aufzeichnung hier und habt die Namen der Pflanzen, die ich beispielsweise auf meinem Grundstück habe, in meinem Radius. Und das könnt ihr gerne als Inspiration nutzen. Das ist die 10. Folie gewesen, als ich vorhin das gezeigt habe. Da könnt ihr jederzeit reinschauen. Macht da euch dann einfach einen Screenshot von oder wie gesagt, ihr könnt euch auch das Veranstaltungspaket sichern und dauerhaft drauf zugreifen. Könnt auch ein Bundle buchen für weniger. Das habe ich euch auch erstellt, aber dazu mehr. Das ist jetzt hier nicht einfach nur dem Verkauf dient, aber ihr könnt gerne, gerne, gerne dieses Projekt unterstützen, weil ich mache das alles alleine. Egal, ob es die Website ist oder das E-Mail-Marketing oder hier dieses Technische mit dem Zoom-Webinar. Ich bin heute leicht nervös hierher gekommen, habe gedacht, oh, Aljoscha, du bist nicht da. Ja, bei Pangera haben wir so ein geiles Team. Die sind alle irgendwie, jeder hat so seinen Part und da ist man halt nicht alleine. Also wenn ihr Lust habt, Costa Rica to Go zu unterstützen, könnt ihr entweder spenden. Oder ihr könnt euch das Paket gerne sichern oder das Bundle. Und das Bundle betrifft alle drei Costa Rica To-Gos. Also auch das erste, das zweite, das dritte. Und das dauerhaft. Also alle Videos. Genau. Ja. Und bietest du wieder Yoga und Pilates? Ach, du bist ja süß. Ja, mit der Kleinen. Also momentan, ich bin auch Pilates-Trainerin, habe Ballett studiert. Und habe in Deutschland, in Berlin, regelmäßig Pilates- und Stretching-Kurse gegeben. Und da merkt ihr auch dieses Heilsame. Das ist für uns so wichtig, uns zu bewegen, raus an die Natur zu gehen. Ich habe das hier gegeben im Nachgang auch in Costa Rica regelmäßig dreimal die Woche. Und seit der Corona-Pandemie ist natürlich alles geschlossen worden. Und jetzt dann mit der Kleinen. Momentan ist dafür einfach nicht die Zeit. Ja. Liebe Beatrice, Malvina schreibt, herzlichen Dank für deinen leidenschaftlichen Einsatz. Wie schützt du deine Hühner und Früchte vor den Waschbären oder sind sie nicht so aktiv bei euch? Und wie schützt du deine Pflanzen vor Heuschrecken? Ah, das ist sehr spannend. Also, ihr Lieben, liebe Malvina und alle anderen, die sich für die Hühner interessieren, bitte schaut euch auf jeden Fall nachher, ich schalte es, sobald wir hier frei sind, schalte ich die Videos online. Dann könnt ihr euch den Beitrag über die Hühnerhaltung anschauen. Da gibt es ganz viele Tipps von meiner Seite. Und wir haben natürlich, was es Gold wert ist, das hat hier, also kann ich nur empfehlen, eine Hündin, die mega gut aufpasst. Also da, ja, es gibt Waschbären auch hier in Costa Rica, ich liebe die ja. Aber damit die Hühner nicht vom Kojoten oder von den Waschbären oder den Zorros, das sind die kleinen, habe ich eine mega schlechte Erfahrung gemacht, nachts aufgewacht und da war eines unserer Küken leider am lebendigen Leib, hat sich da ein kleiner Zorro in den Garten der Hühner quasi rein. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber die sind wahrscheinlich hochgeklettert, ich weiß es nicht. Es gibt ja auch Boas, die Hühner fressen, ja. Habe ich auch live erlebt, nicht unsere, aber von der Nachbarin. Und dieser Zorro hat dieses kleine junge Küken am Hintern aufge fressen. So makaber, dass es gerade klingt. Und ich hab geweint, weil das war mein Lieblingsküken. Es war ein kleines schwarzes Lieblingsküken von mir. Und es ist natürlich, ja, es hat nicht überlebt. Und das sind Sachen, holt euch Hunde, schafft euch Hunde an, eins, zwei Hunde. Keine Hunde, die Hühner gerne fressen, sondern Hunde, die wirklich respektvoll mit den Hühnern umgehen. Es gibt auch andere Hunderassen, die hier nicht, die natürlich gerne jagen. Genau. So, Heuschrecken. Ich habe hier gar nicht so eine große Heuschreckenplage, aber die Hühner schützen auch vor Heuschrecken und vor Schnecken. Das nur am Rande erwähnt. Genau. Es gibt aber natürliche Mittel auch zum Düngen, wie zum Beispiel mit Essig und Knoblauch, eine Mischung mit Wasser. Das hilft sehr, sehr gut. Und ich glaube, da gibt es auch in den Online-Shops, die ich dann nachher dann teile, natürliche Varianten, die man zukaufen kann. Aber ich glaube, da kann man ganz, ganz viel selber machen. Ja. Genau, vollkommen Bäcker als Geschäftsidee in Costa Rica. Ja, wobei ich glaube, das Mehl dürft ihr dann auch importieren. Was gibt es hier einfach nicht, ne? Ja, genau, okay. Hab sie abfotografiert, super.
Ansonsten, ja, ich bin gerne noch da. Nutzt noch die letzten Minuten. Ansonsten freue ich mich, dass ihr hier wart. Ich freue mich für jeden, der im Nachgang diese Aufzeichnung noch sieht. Und umso mehr, ja, mit der Kleinen ist es ein bisschen kompliziert, aber ich habe meinen Mann, der super, super unterstützt. Also er ist Einheimischer, sieht den Einheimischen so gar nicht ähnlich, aber er ist da, passt auf die Kleine auf und liebt sie von ganzem Herzen. Deswegen danke an meinen Mann an dieser Stelle, der die Kleine hat, damit wir hier in Ruhe live gehen können. Und ich gebe euch noch mal ganz kurz den ein oder anderen Link, damit ihr einfach nur klicken könnt, falls ihr Fragen zu EloPage habt. Also ihr könnt euch entweder, wenn ihr hier noch nicht registriert seid und so den Link von irgendjemandem bekommen habt, manchmal gibt es ja solche Varianten. Das ist die kostenlose Variante von Costa Rica to go und wir gehen jeden Tag live bis Samstag. Ihr könnt euch wenn ihr registriert seid, in EloPage einen Magic Link erstellen. Das ist ganz wichtig für Leute, die nicht mit EloPage in Kontakt gekommen sind und das noch nicht wissen, wie. Also ihr geht auf EloPage, rechts oben könnt ihr euch einloggen und dann habt ihr normalerweise ein Menü, wo ihr eure gekauften Produkte habt. Vielleicht kennt ihr das schon. Also Leute, die mich länger kennen, die haben da die ein oder anderen Sachen schon. Und ich liebe es einfach, mit denen zusammenzuarbeiten, weil Digistore24 zum Beispiel wollte mich nicht als Geschäftspartner haben, weil ich halt in einem Rahmen bin, wo sie nicht tätig sind. Deswegen bin ich halt bei EloPage. Und hier ist der Link zu dem Magic Link. Also da klickt ihr rauf, ihr braucht da kein Passwort. Der Link ist 30 Minuten gültig und ihr braucht da nur eure E-Mail eingeben, wenn ihr das kostenlose Produkt schon gekauft habt oder einen der Produkte zum Bezahlen. Genau, das möchte ich gerne noch mitgeben. So, dann habe ich das hier noch als Bundle, wenn ihr Lust habt, ja, unterstützt uns gerne. Und wenn jemand Lust habt, interessant fand, hey, Alexander Tinti und meine Wenigkeit, beziehungsweise eine andere Gemeinschaft, dann ist Pangera. Es ist auch ein Herzensprojekt, was ich unterstütze. Das ist Pangera. Nur für die Leute, die Interesse haben. Und hier im Chat sind die Links. Genau, hier im Chat, guck mal. Ja, also das All-in-Ticket, das kostet 19 Euro, also nicht so viel, ist relativ günstig. Da habt ihr alle Videos als Aufzeichnung, 49 für alle drei Veranstaltungen, Costa Rica 1, 2 und 3. Und seht ihr keine Links? Wie jetzt? Technik, die begeistert. Aljoscha! Ich schicke es euch nochmal. Ich sehe, ah, okay. Beat ist auch dabei. Super. Okay, ja. Technik, die begeistert. Bitte verzeiht mich. Ich bin in manchen Sachen einfach nicht ganz so firm. Genau. Also, hier ist der Magic Link nochmal. Guckt mal. Wartet. Bin nicht so schnell. Bitte verzeiht mir. So. Also Costa Rica to go ist die Veranstaltungsseite, wo ihr auch kostenlos, wie gesagt, einfach die Leute teilen. Wenn ihr Freunde habt, dann teilt die Veranstaltung. Hier habt ihr das Bundle und also ihr habt das auf der Veranstaltungsseite selber auch. Genau, und hier kommt ihr über diesen Magic Link jederzeit rein. Dann klickt ihr einfach an, gebt eure E-Mail an. Und boah, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr live dabei seid. Hier ist nochmal Pangera. Jetzt seht ihr alles, ne? Ja, super. Christel Ströbel ist dabei. Oh Gott, ihr seid so süß, ey. Ah. Christel Ströbel. Christel Ströbel habe ich schon vorhin gesagt. Liebe Christel, ich habe dich schon erwähnt. Du bist jeden Tag mit Pflanzenwesen dabei, den schalte ich in 2 Minuten. Also wir gehen gleich raus. Ich schalte das sofort frei. Und morgen ist Christel live hier mit uns. Und ich freue mich so sehr, dass so viele Herzensmenschen einfach in meinem Leben sind. Und jeder einzelne von euch da ist. Also schaut euch auf jeden Fall jetzt um. Genießt den Abend und morgen, wie gesagt, auch noch. Und dann sehen wir uns um 18 Uhr deutscher Zeit, um 11 Uhr nach Costa Rica Zeit. Und ich sage
herzlichen Dank. So schön, euch wieder gefühlt zu haben. Interessante Themen, ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach noch morgen nochmal mitbringen. Wünsche ich euch einen wunderschönen Abend noch. Ja.